Herzlich willkommen zu einem weiteren Recap-Video am 7.4. Donnerstag. Wir starten direkt rein mit der Intraday-Price-Action. Wieder mit dem S&P im Intraday-Verlauf. Man sieht schwach angefangen, beziehungsweise ich würde nicht mal schwach sagen, eher lustlos. Nachdem wir vielleicht, das ist auch noch ganz wichtig, gestern die Fed-Minutes hatten. Das sieht man hier an dem Ausschlag. Was gab es Neues? Im Endeffekt nicht viel, weil halt Brainard auch schon am Tag davor oder am 2 Tage davor einiges vorweggenommen hat. Allerdings wurde bekannt gegeben, dass man mit bis zu maximal 95 Milliarden Dollar pro Monat quasi die Bilanz abbauen wird. Und man wird damit, das hat Brainard aber schon 2 Tage davor gesagt, im Mai beginnen. Eingepreist oder erwartet wurden bis zu 85 Millionen. Also sind wir da, liegen wir da schon, ja, deutlich drüber, und das hat erstmal für Druck gesorgt. Dann hat man sich erholt. Dann heute, wie gesagt, am Tagesbeginn relativ wenig Bewegung, und dann gab es auf einmal aus dem Nichts, also News oder sowas, diesen doch sehr starken Impuls nach oben. Also es bleibt weiter ein Markt, der sich quasi täglich neu entscheidet, wenn man so will. Sieht dann im Tageschart so aus aktuell, nach dem doch sehr starken Bounce. Hat man jetzt im Prinzip eine leichte Korrektur, die mehr um die kurzfristigen Moving Averages abgefangen wird. Wie stabil das Ganze ist, wird sich im Tagesverlauf zeigen. Ich könnte mir vorstellen, jetzt in die Earnings Season rein, die kommende Woche beginnt mit den Financials, wird man weiterhin viel Seitwärts-Action sehen. Man wird schauen, welche Branchen wie stark unter den Rohstoffpreisen leiden, unter den erhöhten Rohstoffpreisen und vor allem halt eben unter den Supply Shortages im Russland-Ukraine-Konflikt. Es gibt genug Argumente dafür, dass die Earnings Season echt schlecht ausfallen könnte. Heißt auf der anderen Seite natürlich aber auch wiederum, dass man viel Potenzial für Überraschungen hat, beziehungsweise dass die Erwartungen, die geschlagen werden müssen, nicht so hoch sind. So kann man es auch sehen. Das macht der Wix. Ja, hat sich heute entsprechend der Rallye dann auch stark zurückentwickelt. Wir handeln nach wie vor unter 25, was mir noch keinen Grund gibt, gänzlich in Cash bzw. Ja, vereinzelt Positionen bzw. Short-Positionen zu gehen. Ja, dann vielleicht zu der Price-Action der einzelnen Sektoren innerhalb des Tages. Man sieht ganz oben der XLV, das ist der Healthcare-Bereich, gehe ich gleich auch nochmal in den Daily, weil das ist aktuell wahrscheinlich mit der bullischste Sektor. Auch Metalle wieder extrem stark. Kreuzfahrtgesellschaften, gut, die ignoriere ich jetzt mal. Cyber ist ein Cyber-Security-ETF, wie es der Name schon sagt. Und von den klassischen Risk-On- oder Tech-lastigen Sektoren wohl mit der bullischste aktuell, gerade im Vergleich zu Halbleitern, die alles andere als gut aussehen. Was war ganz unten oder was war schlecht? China, ja. Wenn ich mir die 5-Tages-Performance anschaue, auch da China extrem stark, wie gesagt, da kamen ja auch die News, und ich persönlich hätte da auch wirklich mit mehr gerechnet, wurde da auf dem falschen Fuß erwischt, muss ich offen und ehrlich zugestehen. Und ja, sieht jetzt schon lange nicht mehr so schön aus. Eventuell bounce der Sektor nochmal mit dem Gesamtmarkt, aber ja, sieht weitaus weniger bullisch aus, als ich gerechnet hätte. Sehr schön. Dann mal zu den Sektoren an sich. Vielleicht gerade angefangen mit dem gerade angesprochenen Healthcare-Bereich. Hier ist er. Es läuft hier besonders gut. Big Pharma, also eine Pfizer zum Beispiel, sieht sehr schön aus. Greift die letzten Verlaufshochs an. Eine United Health, eine Eli Lilly, also ganz bekannte Dinge. Aber auch weniger bekannte oder eher Nebenwerte, sowas wie eine OPCH zum Beispiel, gefällt mir extrem gut. Man sieht hier, man läuft langsam so ein Triple Top an oder halt langsam sogar ein vierfaches Top. Ich sag mal, über der 30 hat man es noch nicht geschafft zu schließen. Das finde ich für die nächsten Tage interessant. Also, das ist auf meiner Fokusliste in dem Sektor. Auch eine, was ist sie? Nari, ähnlich. Kommt quasi auch, und man könnte im Zuge der Stärke in dem Sektor aus so einer mehr längeren, volatileren Seitwärtsphase ausbrechen. Und dann eben auch noch so, ja, ich sag mal, Schwergewichte, eine AbbVie oder eine ACB. Das ist natürlich absolut krank, wie sich die Aktien entwickelt haben mittlerweile. Das erinnert mich schon fast so ein bisschen an Wirecom seiner Zeit. Das heißt ein bisschen, das erinnert mich extrem daran, weil die Aktien relativ gleich aussehen, bevor dann der Archegos Hedgefonds implodiert ist und die Aktien sich entsprechend entwickelt haben. Kann man hier kurz zeigen, Verizon hat da auch dazu gehört, wie ich die im Kopf habe. Ne, Verizon war nicht dabei, muss ich kurz schauen. Fox, ne,
Discovery, Discovery. Guck, genau das meine ich. Erst diese Bewegung und dann das. Also sieht einfach ähnlich aus, hat wahrscheinlich nichts miteinander, gibt keinen anderen Zusammenhang. Fand ich trotzdem ganz interessant. Dann zu den Sektoren vielleicht oder ein Sektor, der aktuell nicht so hübsch aussieht, ist der Halbleiterbereich. Gerade im Gegensatz zum Cybersecurity-Bereich. Beides Leader in den letzten Jahren. Sind sie auch jetzt im Endeffekt noch, das darf man nicht vergessen. Wenn man sich den Chart mal im Weekly anschaut, sieht der immer noch echt gut aus. Konsolidiert jetzt halt relativ stark. Oder schon länger. Und wohl noch länger, wenn man sich den Chart so anschaut. Sogar also eine AMD zum Beispiel, da habe ich ja schon mal, ich weiß nicht, habe ich glaube die Tage schon mal oder vor ein paar Wochen über die 100-Dollar-Marke gesprochen. Der hat in der Vergangenheit sowohl von unten als auch von oben als Widerstand bzw. Unterstützung gedient. Ich könnte mir oder ich werde probieren, das auch dieses Mal wieder zu handeln. Als psychologisches Level, zumindest von den kleinen Bounce, eventuell sogar von dem größeren Impuls. Aktuell sieht es eher maximal von kleineren Bounce aus. Ansonsten. Eine Micron zum Beispiel hat extrem starke Ergebnisse gemeldet. Da kommt gar nichts. Auch größere wie eine ASML oder sowas sind aktuell oder eine Qualcomm absolut nicht mehr gefragt. Das heißt, da würde ich aktuell die Finger von lassen, maximal Rebounds. Und wenn dann auch in den starken Aktien, zum Beispiel eine Axcelis ist ein Zulieferer. Oder auch eine Rambus. Ja. Was läuft noch extrem gut im Moment? Der Einzelhandel und zwar vor allem größere Supermarktketten, also total langweilige Dinge, aber natürlich alle mit starken Cashflows, eine Lowe's, aber vor allem halt sowas wie eine Walmart, eine Kroger, eine SPTN und es ist ganz interessant, den Sprouts Farmers Market. Also wirklich eher unbekannte Werte. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass dieser Hype in dem Sektor und Dollar Tree auch leider überhaupt nicht auf den Einzelhandel im Bereich Klamotten überspringt. Also zum Beispiel eine Nike, eine Crocs, da war ich ja auch lange bei Academy Sports Outdoors. Gut, der hat sich heute relativ gut dann wieder noch gehalten und hält sich noch über den 200-Tage-Durchschnitt, aber richtig Impulse nach oben im Vergleich zu den gerade angesprochenen gibt es halt auch nicht. Ne, Lulu sieht noch relativ gut aus, sieht mit am besten aus in dem Bereich. Da kamen ja auch letzte Woche sehr starke Zahlen. Aber so bullisch wie der klassische Einzelhandel oder Lebensmittelbereich sehen die Charts leider lange nicht aus. Ansonsten Staples, was sind Staples? Consumer Staples, einfach ja, Aktien oder Unternehmen, die man auch im Falle einer Rezession, wovon ja mehr und mehr ausgegangen wird, deren Produkte auch da noch feste konsumiert werden. Mo, also Altria. Zigaretten, Tabakprodukte, McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, die ganzen Value-Klassiker, wenn man so will. Alle extrem stark. Ne, HPQ war heute sehr stark. Woran lag das? Berkshire Hathaway hat keine Position erworben, sondern die bestehende Position stark ausgeweitet. Ja. Ansonsten fand ich heute noch interessant, oder finde aktuell mit einer der absoluten also führenden Sektoren ist der Metals-Bereich. XMI ist hier die Benchmark. Kurz den ETF auf. Oder Mining and Metals. Gehören für mich aber zum Beispiel, also wo bin ich da dabei? Ich bin im Lithium-Bereich dabei mit Livent. Die haben jetzt die letzten Tage auch relativ stark korrigiert. Wie das hier Lithium Americas, die haben halt sogar grün geschlossen. Pullback jetzt auf den 10er, 20er Day Moving Average, von dort aus eventuell ein neuer Impuls. Auch eine Senex oder eine Alcoa, also Aluminiumkonzerne, die fangen an so ein bisschen halt zu konsolidieren. Und die Aktien sind extrem gut gelaufen. Es ist nur normal, dass die jetzt ein bisschen Luft holen müssen. Aber ich bin fundamental gesehen für den ganzen Bereich weiterhin sehr bullish oder zumindest bullish. Warum? Weil das ganze Thema Russland-Ukraine, was diesen ursprünglichen Spike ausgelöst hat, das wird uns auch im Fall eines Waffenstillstands, wonach es aktuell ja noch nicht mal aussieht, nicht verlassen. Und die Shortages werden bestehen bleiben. Dementsprechend wird es meiner Meinung nach weitergespielt. Gleiches gilt für eine Nucor, eine American Steel, also die ganzen Stahlwerte. Charts sehen alle sehr ähnlich aus. Gold, da bin ich persönlich noch mit dabei, mausert sich nach oben, wirklich in Zeitlupe gefühlt. Aber hält sich schön über den 20er Day Moving Average. Das heißt, gefällt mir prinzipiell alles noch ganz gut und habe ich auch nicht vor, in naher Zukunft rauszugehen. Dann der Bereich Versorger. Da gab es heute wieder eine ganze, oder gab es ja die Tage die News mit der EU und dem Kohlebann. Das hat heute Peabody
wieder angeschoben, weil das heute nochmal offiziell bestätigt wurde, gerade gegen Ende der Session. Man sieht an dem Verlaufshoch, auch Energiebereich, extrem spannend. Ich habe hier heute als Simplay eine American Resources, es ist eher ein kleines Unternehmen, noch gekauft vom Close im Zuge der News. Spekuliere ich auf neue Verlaufshochs. Ansonsten, was hat heute eher korrigiert? Der Gasbereich, also NatGas, AR, RRC, TEL, wo ich selber noch mit dabei bin. Finde ich persönlich bei Dips sehr interessant, auch länger oder mittelfristig, weil eben genau am Markt sehen wir aktuell, dass ich komme gleich noch zu einem weiteren Sektor, dem Uransektor, der heute sehr stark war, dass eben diese klassischen dreckigen Energien, sei es Kohle, sei es Atomkraft oder eben auch Gas, wesentlich stärker gespielt werden als die Erneuerbaren. Also ich kann hier mal kurz den Benchmark-Sektor aufmachen. Vor ein paar Tagen sah der auch noch echt gut aus. Der sieht auch jetzt noch nicht schlecht aus, der TAN. Aber halt im Vergleich zum Beispiel, und ich komme ich zum nächsten Sektor, dem Uran, über den URA getrackt. Ja, das sieht dann halt doch deutlich besser aus. Ein paar Aktien aus dem Bereich. Cameco, das ist so der Leader, was die Price Action und das Volumen angeht. Heute auf neue Verlaufshochs ausgebrochen. Die Tage am Montag schon mal probiert, sieht man an der Kerze, aber dann eben von Brainard, ja, brutal vernichtet, der Versuch. Paar weitere Aktien aus dem Bereich, eine UEC, ganz vom Preis her die günstigste, eine Denshin oder auch eine, habe ich jetzt hier nicht dran, eine UUU. Ja, Öl, was macht Öl? Ich habe hier mal noch eine Übersicht an, von Finnes, ist ganz cool, ist kostenlos. Kann man sich anschauen, so von den Commodities. Öl konsolidiert im Endeffekt auch schon seit, ja, seit einer Weile, im Gegensatz zu NatGas, das weiterläuft ohne, ja, wie eine Rakete. Und Öl konsolidiert eben jetzt in letzter Zeit eher so. Was machen die Aktien aus dem Bereich? Falscher Chart. Die tun selbiges, aber eben auf sehr hohem Niveau. Und auch weiter über dem 20-Day-Moving-Average, was für mich von Stärke zeugt. Ich bin hier aktuell in keinem Wert investiert. Für mich der Favorit für eine Position ist ganz klar Occidental. Warum? Weil die einfach mit die höchste ADR haben und sich dann, wenn sie sich bewegen, sehr schnell bewegen. Das vielleicht für die nächsten Tage im Blick halten. Auf der anderen Seite, für eher Konsolidierung bzw. vielleicht dann einen Dip, finde ich den Versorgerbereich relativ interessant. Hier der Leader für mich, was heißt Leader mit die Price-Action, von der Price-Action her, die mit attraktivste Aktie ist American Electric Power. War ich auch mal drin, wurde dann leider Break-Even rausgedrückt und naja, dann ist das passiert. Der Sektor ist somit der defensivste am Markt. Warum ist der gefragt? Naja, eben ähnliches Argument wie bei dem Healthcare-Bereich. Das ist eben ein sehr defensiver, ein sehr stabiler. Die Cashflows sind sehr beständig, sind sehr stark und auch im Fall einer Rezession wirst du Versorger brauchen. Um Strom kommst du schließlich nicht rum. Aber jetzt halt, ich mache kurz den Sektor auf, sehr gut gelaufen. Dementsprechend für mich auf der Short-Seite auch nicht so nicht attraktiv, weil die Aktien extrem geringe ADR haben. Das heißt brutal kapitalintensiv, wenn man ohne Hebel handelt, was ich tue. Dementsprechend einfach mal abwarten und schauen, sobald, ja, sobald es hier in die Richtung wieder zurückgeht, was passieren wird mit der Zeit. Definitiv wieder interessant. Ja, was gab es heute sonst noch Interessantes? Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den klassischen Risk-On-Sektoren, wo ja der ARKK, also Katie Woods ARK-Sektor, somit die Benchmark ist, was das angeht. Wir sehen, da sieht es aktuell stark danach aus, dass der bestehende Abwärtstrend seit November letzten Jahres, der jetzt mit einer relativ starken, also mit einem relativ starken Konter beantwortet wurde, sich doch weiter fortsetzt, beziehungsweise dass man auf jeden Fall nicht allzu schnell neue Verlaufshochs von diesem Move hier sehen wird, beziehungsweise wenn man in dem Bereich aktiv ist, wird es vielleicht sogar mehr Sinn machen als den inversen, mehr Sinn machen den inversen ARK ETF, den sogenannten SARK zu kaufen. Weil man sieht, seit Auflage, also auch Anfang November, hat der sich prächtig entwickelt im Vergleich zu ARK. Ja, ansonsten vielleicht noch für den einen oder anderen Morgen ganz interessant, Shopify, da wurde nämlich gerade noch After Hours, da habe ich gleich die News, könnte ich auch ARK Heavy oder halt gehört in dem Bereich, wurde gerade noch folgende News veröffentlicht und zwar, dass man der Founder von Strike, was ist Strike? Das ist so eine Krypto-Lending-Plattform, nenne ich es jetzt mal, hat bei dieser Bitcoin-Konferenz, die die Woche ist in Miami, gerade eine Partnerschaft mit Shopify verkündet. Könnt ihr die Aktien morgen anschieben, wird sich zeigen. Aber prinzipiell, ja, gehört die halt auch zu dieser ARK-Gruppe, die aktuell wenig Freunde hat. Und gerade im Fall einer Rezession wird sich das, oder wird, ist es eher untypisch, dass der Aktienmarkt sich dann solche High-Growth-Werte raussucht, die, wo die Cashflows eher instabil sind,
tendenziell defizitär. Das heißt, und wenn wir beim nächsten Thema, wenn man sich mal die Zinsen, ich habe hier anschaut oder halt die Renditen von Anleihen auf sämtlichen Ebenen, also die zweijährigen Verlaufshochs, zehnjährige Verlaufshochs, ist natürlich schlecht, wenn man dann auf Fremdkapital angewiesen ist, beziehungsweise drückt halt den Gewinn. Ja, so viel zu dem Sektor vielleicht noch. Ja, und noch zum Position Tracker, wie gesagt, der läuft ganz normal weiter, Link in der Videobeschreibung. Ich habe die letzten Tage definitiv, war ich mit meiner Ausrichtung, also gerade die Woche halt zu positiv und habe da einiges an Federn gelassen. Habe ich mich einfach verschätzt, beziehungsweise hat mir Brainard einen Strich durch die Rechnung gemacht. Habe aber trotzdem noch ja, einiges. Wie gesagt, VIX noch unter 25, dementsprechend für mich noch soweit in Ordnung. Ich habe hier jetzt noch hinzugefügt so eine Sektion mit What's Hot Right Now und What's Not Hot Right Now. Damit will ich einfach nur und halt dann Sektoren und ein paar Ticker. Also zum Beispiel gerade die angesprochenen Uran, Versorger, Healthcare, Gas, jeweils aufgeführt als das läuft aktuell sehr gut. Und dann halt noch ein paar Werte immer als Beispiel. Selbiges gilt für Financials, ARKK und Semis als läuft gerade eher schlecht. Das ist einfach gedacht, falls sich jemand schnell einen Überblick machen will und nicht so viel Zeit hat über den Tag hinweg, kann er da einfach drauf gehen, kann sich da die Ticker anschauen, dann weiß er relativ schnell, wo die Musik aktuell spielt und wo sie halt nicht spielt. Fand ich als Idee ganz cool und ist ja nicht wirklich ein großer Aufwand. Ja, also just for your information. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis nächstes Mal.